Hallo ihr Lieben, Wut zeigen ist verboten. Wut zeigen war verboten in der Kindheit, in der wir mit Eltern konfrontiert waren, mit vielleicht auch mit einem Umfeld konfrontiert waren, wo wir uns ganz still verhalten haben müssen. Vielleicht haben wir die eigene Mutter, den eigenen Vater an ihre eigene verdrängte Aggression erinnert, wenn wir lebendig waren, wenn wir uns versucht haben, unsere Meinung zu sagen, dann kamen Sprüche, darf man doch nicht, kommt vielleicht auch die NS-Vergangenheit noch mit rein. Aber auf jeden Fall war es für ganz viele verboten, ihre Gefühle, ihre Wut auszudrücken, auch mal trotzig zu sein, ärgerlich zu sein. Das darf man nicht. Das war so für viele ein Kontext in der Kindheit. Die Gefahr war einfach, wenn ich meine Wut zeige, wenn ich meinen Trotz zeige, dann komme ich in den Keller, dann wäre ich ausgeschlossen. Du hast dich anzupassen, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, hast du unsere Meinung zu akzeptieren. Die Meinung der Mama, des Vaters, die gilt, das ist Gesetz. Und dass diese Menschen dann als Erwachsene Schwierigkeiten haben, ihren Unmut allein schon mal zu äußern und zu sagen, das mag ich nicht, fällt vielen extremst schwer. Und ich mache ja auch unter anderem viel so diese Arbeit mit dem inneren Kind, mit den inneren Anteilen, Ego-State-Therapie in dieser Richtung, gibt es verschiedenste Bezeichnungen, innere Bühne. Und dieses innere Kind ist meistens so verschreckt, dass es im Prozess der Aufarbeitung einen gesunden Erwachsenen braucht, der endlich Partei für das Kind ergreift. Der sagt, du darfst es fühlen, du darfst auch mal sagen, das mag ich nicht. Natürlich darf das Kind jetzt nicht toben oder irgendwas, das ist schon klar, weil es tut ihm ja selber auch nicht gut. Aber es darf anfangen, die eigenen Gefühle auszudrücken. Und das ist so schwierig für viele, weil diese Wut so verboten wurde. Und da kann ich nur immer wieder ermuntern, Stück für Stück sich mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen, es wahrzunehmen, vor allem im Körper zu empfinden. Was macht denn das in meinem Körper, wenn ich irgendwas nicht ausdrücken darf? Wo zieht es sich zusammen? Wo macht es sich eng? Und wirklich mal einfach auszuprobieren, in einem normalen Satz zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Und das zu üben, weil da sind so viele Ängste dran gekoppelt, so viele alte Prägungen dran gekoppelt, dass das echt wirklich geübt werden muss und man dann die Erfahrung braucht, mir passiert nichts. Der andere sagt ja, okay, wenn du das nicht magst, dann ist es auch in Ordnung, weil wir brauchen ganz, ganz viel positiven Input, wenn wir anfangen, unsere Gefühle zu zeigen, dass es sein darf, dass der andere nicht sagt, dann schleicht dich oder irgendwas, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Letztendlich war es als Kind ja lebensbedrohlich, weil ein Ausschluss aus dem Familienverband war ja lebensbedrohlich als Kind. Aber dass wir wirklich das üben, zu sagen, nein, das möchte ich nicht oder das fällt mir überhaupt nicht oder ich vielleicht anstatt möchte ich lieber das, dass wir wirklich lernen, Stück für Stück unsere Dinge, auch wenn man sagt, ja, irgendwie, das ist eine ganz ungute Situation, irgendwas stimmt da nicht, dass man auf die Suche geht, damals, was ist jetzt eigentlich los? Warum kribbelt bei mir alles im Bauch? Warum bin ich irgendwie innerlich angespannt? Um mal nachzuspüren, warum ist es so? Und dem dann Ausdruck zu verleihen. Und das heißt nicht, dass man jetzt da wie ein Irrer auf irgendwas einboxen muss, aber zum Beispiel einfach mal, dass man ein Wort dafür formuliert. Wenn man merkt, man hat so eine Spannung, dass man mal sagt, oder so, dass man wirklich bewusst mal so Zähne fletscht und das wirklich mal sagt, auch wenn ich im Moment nicht weiß, mit was es wirklich zu tun hat, aber dass man wirklich da anfängt, dass die Empfindung im Körper zuerst mal wahrzunehmen und dann zu spüren, durch einen Ausdruck eben mit oder irgendwas zu spüren, ja, das ist ja eigentlich Wut. Und dann eben die Erfahrung zu machen, wenn ich das in einen Satz fasse und sage, nein, ich möchte es nicht,
dass der andere vielleicht positiv reagiert, sagt, ja, ist doch okay, wenn du das nicht magst, dann machst es halt nicht. Weil das ist für viele so schwierig, sich da abzugrenzen. Und das habe ich ja auch schon oft gesagt, so diese eigenen Grenzen zu spüren, ist ja für viele so, so schwierig, die ein frühkindliches Trauma durch narzisstische Eltern oder andere Persönlichkeitsstörungen erlebt haben. Weil man so eng ist, so eingeschränkt ist, dass es auch mal lauter zu werden, lebhaft zu werden, Freude zu zeigen, jede Art von Expansion verbunden ist mit einer Riesenangst. Und da kann ich euch nur immer wieder ermuntern und euch bitten, da das auszuprobieren, einfach mal lauter irgendwas auszudrücken. Deswegen muss man ja gleich schreien, aber einfach mal eurem Körper, eurer Stimme die Möglichkeit geben, es auszudrücken. Und dann kann natürlich sein, dass der ein oder andere ein bisschen verschreckt reagiert, er wird es überleben. Und vor allem ihr überlebt es, aber ihr tut euch einen riesen Gefallen, wenn ihr wirklich das, was hochsteigt, abfließen lässt und mal in Worte formuliert oder in den Ton formuliert oder mal laut singt oder irgendwie, dass das raus kann. Also das ist so eine Möglichkeit. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber nur so für euch selber da mal nachzuspüren, was könnt ihr tun, wenn ihr selber merkt, ich habe gar keinen Zugang zu meiner Wut, ich kann das überhaupt nicht ausdrücken, Nein sagen ist eine Katastrophe für mich und es ist so wichtig, weil dieses innere Kind in euch braucht von euch immer wieder die Bestätigung, ihr könnt euch abgrenzen, ihr könnt sagen, nein, das möchte ich nicht, weil das innere Kind fühlt dann, ich bin geschützt, ich bin behütet, ich bin da aufgehoben und die Erwachsene passt auf mich auf. Und darum ist es so wichtig, weil es gibt dann so eine innere Sicherheit für das innere Kind langfristig und das wird euch einfach total gut tun. Probiert das einfach mal aus und lasst mal wirklich das zu und macht die Erfahrung, es passiert nichts. In der Regel passiert nichts. Zu 99,9% wird ein anderer vielleicht erstaunt sein und sagen, was hatten die auf einmal? Ja, ist halt gerade so. Ich bin halt jetzt im Moment wütend. Alles Liebe, deine, eure Beate. Tschüss.